Oh mein Gott, alles brennt. Und wir müssen abhauen, flüchten, Sam finden. Bei Let's Play Tomb Raider. Einmal kurz aufstemmen. Komm schon, Lara. Nichts wie weg hier. Ach du Scheiße. Die Solaris sind hier auch anscheinend. Und sie sterben. Wie Hunde. In China. Oh mein Gott, den hat's getroffen. Ich glaube, hier können wir nicht lang. Oh, Scheiße. Shit. Oh mein Gott. Was muss ich machen? Ah, ich verstehe. Klettern wieder. Der Kletteraffe ist da. Okay, und jetzt? Muss ich etwa rüber? Könnte sein. Aber die neue Königin, sie ist im Schrein! Gute Nacht im Jenseits. Wir müssen uns beeilen, das wird schwierig. Sehr schwierig. Wo ist Sam? Oh, Scheiße, Mann. Wie soll ich den Weg finden? Das ist Messias. No one leaves. Niemand geht. Das habe ich auf Japanisch vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus Emikos Grab. Was interessiert Matthias so daran? Da sind Leute in den Sturm eingeschossen. Bewegung! Ich folge einfach mal. Ach du Scheiße. Oh Gott, wir kriegen Besuch oben. Dass sie sich noch wehren, Mann. Ihr geht doch alle drauf. Shit. Gott, das war knapp. Ausgewichen. Fuck. Die müssen brennen, es geht nicht anders. Verdammte Axt, wie soll ich die denn treffen, Mann? Geht's? War es der letzte? Nein, da kommen noch welche. Zeig dich. Hammer, wie die verbrennen, oder? Alter, der ist sogar runtergeflogen. Üble Sache. Okay, und jetzt könnte ich theoretisch rüberspringen. Jawohl, es klappt sogar. Schnell hier hoch. Sam. Wo steckst du? Sind Sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung, deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Naja, Sam ist da drin. Aber ich kann sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Whitman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier.
Bitte. Ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Hemikos Blut fließt durch deine Adern. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Mathias. Warum tun Sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen. Von Dicks Mord. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Lara, oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor Durchdrehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Whitman! Whitman! Wo zur Hölle ist er? Na komm. Lauf, Lara, lauf! Pack sie! Zurück! Lauf! Zurück in den Thronsaal! Oh, Backe, wir kriegen Besuch. Endlich wird wieder rumgeballert. Endlich habe ich mal wieder eine Waffe. Mit Munition. Okay. Und die schmeißen wieder ganz schön fleißig Granaten zu mir, aber das wird nicht klappen diesmal. Diesmal leiden sie. Endlich habe ich meine Waffen wieder. Nix da, meine Freunde. Verreckt. Alle. Ihr Dönerspieße. Oh nein, hier eine Granate. Oh Gott, wie viele noch? Da hinten ist einer. Hinter der Säule. Wie die sich freuen, nur mal einen Molotow zu schmeißen. Und er ist noch nicht tot. Stirb! Oh Gott. Alles brennt hier. Fettsack. Hier gibt's keine Currywurst. Boah, wie viel die aushalten. Oh Gott. Modifizierung verfügbar. Ich brauche ein Lager, damit ich meine Schrotflinte verbessern kann. Aber dafür ist jetzt keine Zeit. Schnell, schnell, schnell. Boah, wie krass sieht das denn bitte hier aus? Okay, wo lang gehen wir? Ah, hier lang, okay. Instinktiv weiter. Was ist hier nur los? Ins Feuer. Ein Weg aus dem Palast. Ich würde sie ja nicht mal Palast nennen hier. Das ist hier voll das Bungalow. Traut euch. Oh, das sind ein bisschen viele. Unser Wäffchen hier ist auch schon cool, oder? Ich muss ja sagen, ich bin sehr froh und bereue es kaum, dass ich es geskillt habe. Überhaupt nicht. Irgendwie ganz praktisch hier mit dem Skillen. Ich nehme natürlich alles auf, ihr kennt mich. Das passt so.
Oh oh, die Sumo-Ringer sind da. Wie viel die aushalten, das ist ja beachtlich hier, auf jeden Fall. Na los, kommt her! Ihr Drecksäcke! Verdammten Arschlöcher. Oh nein, jetzt kommt der Typ mit dem Schild. Oh oh. Na gut, ich muss ausweichen, dann F drücken. Okay. Komm schon. Shit. Jetzt aber. Gut. Leider kann ich den auch nur, wenn ich ausweiche, killen. Das ist das Blöde dabei. Die kannst du sonst wo treffen, die schützen sich übelst gut. Und wenn dann gleich solche 5 Leute von denen kommen, dann habe ich große Probleme. Ganz große Probleme. Weil ich muss dann immer separat ausweichen. Eine andere Idee hatte ich bisher nicht. Los, alle! Findet die Auserwählte! Die gehört mir! Ich hab auf dich gewartet! Du hast meine Boah! Der rastet ja richtig aus! Ach du Scheiße! Oh Gott! Da sind mal alle Tasten im Schrank. Da ist eine Granate, shit! Fuck! Wie bescheuert ist der denn bitte? Ich hoffe, er kommt jetzt hier nicht durch die Wand. Ich muss hoch anschauen. Alter, der Typ hat sie nicht mehr. Komm her, du fetter Assi! Shit! Was soll ich denn hier machen? Oh oh. Vielleicht kann ich rüberspringen. Ne, die ist ultra stark. Beziehungsweise der. Oh Gott. Ein Schuss und ich bin weg. Das gibt's doch nicht. Na gut, wir warten. Asozialer Penner. Das war's mit dem Versteckspiel. Jetzt bist du fertig, Mädchen. Verrecke. Bin ich tot? Nein, ich war zu langsam. Das war's mit dem Versteckspiel. Jetzt bist du fertig, bitte. Diesmal treffe ich dich, mein Freund. Ich hoffe, das hat geschmeckt. Puh. Granatenwerfer, neue Ausrüstung erhalten. Haben wir jetzt etwa einen Granatenwerfer an unserer AK-47? Wie geil ist das denn bitte? Das ist geil, jetzt freue ich mich. Jetzt geht's hier los, wie bei Far Cry. Der Granatenwerfer in Far Cry war auch geil. Ich glaube, ich kann das sogar hier aufschießen, ne? Hallo Freunde! Lass es euch schmecken! Hey Freunde! Was glaubt ihr? So, ich geh nochmal hier, zack!
Shit. Oh oh. Ein bisschen viele. Shit, da ist ja auch noch einer. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Mein Freund. Heute gibt's keine Gummibären. War's das? Ich hoffe es doch. Na, sehr schön. So, wir wollen ja auf Nummer sicher gehen. Und rate mal, was ich mache. Und zack. Vielleicht sind da ja oben welche. Richtig gut. So, die Granate nehmen wir noch hier. Und dann geht's auch schon weiter. Hier können wir normalerweise natürlich skillen. Mache ich mal ganz kurz. Wahnsinn. Beherrscht diesen Ort. Matthias glaubt, dass Himikos Geist uns hier festhält. Das ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wieder zurechnungsfähig ist. Der Helikopter bringt uns hier nicht weg. Du weißt das, Lara. Tief in dir drin. Ich muss die anderen warnen. Wenn wir an Bord gehen, sind wir tot. Ja, so ist es. So, und jetzt schaue ich hier mal, was ich so skillen kann. Ein geschlitzter Laufmantel, der die Bedienung erleichtert und dadurch den Schaden erhöht. Ja klar, mache ich doch gerne. Polierter Bolzen, erhöhte Taktrate. Na, mache ich auch noch. Bisschen schneller schießen wäre jetzt gar nicht verkehrt. Gepolsterter Griff. Ein gepolsterter Frontgriff, der die Waffe beim Schießen stabilisiert und damit den Rückstoß verhindert. Machen wir auch noch. Tada, jetzt haben wir schon so vieles und wir haben so wenig Bergungsgut. So, und natürlich Fähigkeiten kann ich doch mal nochmal abchecken. Was gibt's denn hier so? Gewichtheber. Ihre erhöhte Stärke ermöglicht Ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Ja klar. Kann immer helfen. Okay. Skillpoint habe ich nicht mehr, das heißt, wir machen jetzt auch direkt weiter. Nichts wie hoch. Und es regnet hier. Durchgehend. Das ist hier fast wie Deutschland, Mann. Vielen Dank für die Munition. Und jetzt sollte ich mich lieber beeilen. Shit. Ich krieg hier schlecht Luft, das ist das Problem. Okay, hier kann ich das, glaube ich, wieder aufsprengen. Und zack. Sesam, öffne dich. Bleib weg von mir! Komm mit, du! Ich komme, Sam. Beeilung. Ich helfe dir gerne bei deinem Tod. Hier. Die Granate schmeckt, Mann. Die Granate schmeckt. War es das? Ich hoffe es. Und wir sehen uns beim nächsten Part von Let's Play Tomb Raider. Wie geht's weiter?